Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und auf jeden Fall habe ich heute sehr viele Punkte im Gesicht. Und zwar habe ich jetzt eine Zugsalbe drauf. So, und zwar habe ich hier die Zugsalbe von der Marke Zugsalbe. Nicht gesponsert, aber ich habe gehört, dass es verschiedene Marken gibt und verschiedene Wirkstoffe. Und dementsprechend will ich da auf jeden Fall klarstellen. Ich benutze die Effekt 20%. Also ich habe sehr wenig dazu gefunden zum Thema Zugsalbe gegen Pickel im Gesicht. Ich habe viel gelesen über unterirdische Pickel und ich habe die tatsächlich in letzter Zeit öfters. Ich denke, es hat was mit dem zu tun von Tragen mit Schal, Maske, Mütze. Das sind so Dinge, wofür meine Haut anfällig ist. Kostenpunkt ist sehr teuer, finde ich persönlich. Ich habe jetzt für die 15 Gramm Packung 12 Euro bezahlt, sogar 13 fast. Also ja, ich weiß, ich war nicht in der billigsten Apotheke, ich war verzweifelt, aber auf jeden Fall geht es viel billiger. Und warum ich das überhaupt mache, und zwar eine Zugsalbe bekämpft nicht die Ursache, sondern nur, wenn ein Pickel, also eine Entzündung schon da ist. Und ich habe gerade sehr viel Entzündung und bei mir brauchen Pickel relativ lange, um wieder zu verschwinden. Also nicht meine regulären Pickel, da habe ich meine Pflegeroutine, die funktioniert. Ich einfach mal sagen, wir sehen uns in ein paar Stunden, vielleicht erst am nächsten Tag, aber naja, vielleicht war es ein Test wert. So, ich weiß, mein Gesicht sieht gerade richtig schlimm aus, weil ich tatsächlich ausgereinigt habe und deswegen meine Haut noch mega gereizt ist, aber ich habe meine Routine durch und meine erste Erfahrung ist auf jeden Fall, ich bin sowas von krass überrascht. Ich habe natürlich vergessen zu filmen, aber an einigen Stellen, ein bisschen eklig, hat es wirklich diese ganze Eiter rausgezogen. Das war wirklich an einigen Stellen weiß, diese schwarze Paste. Und das hat wirklich in den Bereichen, wo ich es aufgetragen habe, alle Poren richtig krass geöffnet, sodass die verstopften Poren richtig krass ausgereinigt werden konnten. Also ich glaube, meine Haut war noch nie so krass gereinigt durch meine eigenen Initiative. Also natürlich kriegt eine Kosmetikerin das ein bisschen besser hin, aber ich bin kein Experte. Ich habe nur meine Tools zu Hause und mehr will ich auch eigentlich nicht machen, weil wenn man es falsch macht, dann sieht man im Endeffekt noch schlimmer aus. Und ja, ich bin echt gespannt, wie es morgen früh aussieht. Ich halte euch auch mal ran, damit ihr auch wirklich seht. Also es sind wirklich einige Stellen entzündet. Ist klar, wie zum Beispiel hier, wo die sehr viel rausgezogen hat, diese Paste. Aber wie schon gesagt, ich bin gerade auch mit einer elektrischen Ultraschallbürste rangegangen, mit einem Silikonpad. Also ja, aber auf jeden Fall, meine Haut fühlt sich richtig gut gerade. Und ich bin echt gespannt, wie das in 6 Stunden oder 8 Stunden aussieht, wenn ich wach bin. Und es ein bisschen verheilt ist. Also wir haben ein paar Stunden später. Ich habe noch nicht geschlafen, aber ich bin geschockt. Also im Vergleich zu dem, womit ich angefangen habe. So, wir haben mittlerweile... Egal. Auf jeden Fall bin ich wach. Habe noch nichts gemacht mit meiner Haut. Und ich bin geschockt. Also natürlich... Ich habe mir es ein bisschen erhofft, aber natürlich war es ein bisschen unrealistisch. Vernarbung, wie zum Beispiel hier das hier und sowas. Also das würde es jetzt nicht irgendwie präventieren, wenn man da im Nachhinein mit so was, mit so einem Pickel-Dings, die mit so einem Blackhead-Entferner ausreinigt. Das ist normal, aber auf jeden Fall, meine Haut ist bis auf die Rötung richtig krass rein geworden. Ich habe das Gefühl, mein Handy ist gerade ein bisschen am Weichzeichnen. Hallo. Egal. Auf jeden Fall finde ich das echt krass. Also bin ich echt zufrieden. Und ja, das war's mit dem Video.